Sendung wird unterstützt von Swisslux AG, der Spezialist für intelligente Gebäudetechnik. Und J. Grimm AG, ihrem Entsorgungsspezialisten. Grüezi miteinander, unsere Sendung kommt heute aus Bern, vom Rosengarten. Da ist unser Gast praktisch jeden Tag, der Marc Moser. Ein Typ, der mit dem Tropfenzähler unterwegs ist. Es gibt kaum einen Tag, wo er schmerzfrei ist. Und berührend ist seine Auseinandersetzung mit dem Leben, aber eben auch mit dem Tod. Darüber reden wir heute bei uns in der Sendung. Er ist aber nicht nur das, er ist auch Ehemann. Er ist Familienvater und er ist interkultureller Berater. Marc, ist okay, wenn wir auf du machen heute? Sehr gerne. Danke dir, dass du gekommen bist. Was bedeutet dir der Rosengarten? Wir wohnen als Familie gerade nebendran. Das ist quasi mein Privatgarten da. Und ich liebe es, daher zu kommen, zum Meditieren, aber auch die Vielfalt zu erleben von Touristen, die da sind, Mütter mit den Kindern, Geschäftsleute. Da bildet sich unsere Gesellschaft ab. Und das liebe ich. Und mit dieser Aussicht ist es wunderbar. Die Sonne scheint heute, aber wir haben recht tiefe Temperaturen. Und da ist es dir, das hat auch mit deiner Krankheit zu tun, einfach nicht so wohl. Ist es okay, wenn wir reingehen und weiterreden? Sehr gerne, danke. Wir sind hier im Restaurant Rosengarten mit direktem Blick auf die Altstadt. Einen wunderschönen Anblick hier zu Bern. Marc Moser, wenn du dir selber würdest eine Frage stellen als Einstiegsfrage für einen Gast. Wie würden die heissen? Ich glaube, ich würde ihn fragen, was ihm im Leben und im Sterben wichtig ist. Du würdest gerade sehr ins Grundsätzliche hineingehen. Ja. Und was wäre die Antwort? Das ist eine schwierige Frage. Ja, du stellst wirklich eine schwierige Frage am Anfang. Ich glaube, die Antwort, die ich mir geben würde, ist, ich würde so leben, dass ich jeden Tag bewusst genieße, wahrnehme, akzeptiere. Ich will liebevoll sein und will das, was das Leben bietet, annehmen. Kannst du das zum Beispiel an so einem Tag, wo die Sonne scheint, wo eigentlich so äußerlich alles so ein bisschen stimmt für die meisten Leute, kannst du das heute auch? Ich kann es heute und bin sehr dankbar dafür. Aber gleichzeitig habe ich in den Händen, in den Füßen, in den Schultern immer ziemlich starke Schmerzen, die jetzt mitschwingen. Die sind da, ich tue es annehmen, aber es tut die Wirklichkeit von diesem schönen Tag halt schon mit beeinflussen. Das wie es ist wie ein Filter. Zwei Ebenen, ja. Gleichzeitig. Ja. Nervt es dich eigentlich manchmal, dass man dich einlädt in so eine Sendung, vor allem wegen deiner Krankheitsgeschichte oder wegen deiner Schmerzen? Manchmal macht es mich traurig, weil, so wie du es in der ersten Anmoderation hast gesagt, denke ich, mein Leben ist viel mehr als das. Aber ich habe jetzt gerade in den letzten Jahren gelernt, dass der Schmerz nicht halt etwas einfach Lästiges oder etwas anderes ist, etwas Negatives ist, sondern vieles von dem Guten, was ich in mir sehe und wahrnehme, das habe ich entwickelt dank dem Schmerz. Ich wäre nicht die Version von Marc, wenn ich nicht dauernd können lernen, halt in der Gegenwart und Realität von Schmerzerfahrungen. Ich bin viel bewusster geworden. Interessante Formulierung, die du brauchst. Ich wäre nicht der Marc in dieser Version. Du hast vorher schon ein bisschen angedeutet, eben mit den Händen, Fingern und so. Wie zeigt sich der Schmerz sonst noch, der chronische? Das sind wie 1000 Messer, die reinstechen. Ich habe ja eine Autoimmunkrankheit. Das ist ein Gendefekt, der eine Überproduktion von Phosphat bewirkt. Das in mir sieht es aus wie eine Waschmaschine, die verkalkt. Nur gibt es kein Kalgon-Spülmittel, das ich reinnehmen kann. Und darum sind es wie 1000 Nadeln, die stechen in allen Gelenken. Und zum Teil eskaliert der Schmerz, geht dann halt in Verkrampfungen und es wird härter. Ja. Wenn du so jetzt laufen kommst wie heute Morgen, dann sehe ich dir nichts an. Ich finde es überhaupt spannend, wie Menschen dich von außen können erleben, zum Beispiel Tirin, haben wir gefragt. Das ist eine gute Freundin von dir. Ich glaube, wirklich vorstellen kann man sich es nicht, wenn man selber nicht so etwas erlebt hat. Das,
ja, es ist, glaube ich, wirklich unvorstellbar im wörtlichen Sinn. Aber wenn man jemanden sieht, der wirklich bewusstlos wird oder sich krümmt von Schmerzen, dann merkt man einfach, es ist wirklich, es hat ein Ausmaß, wo, ja, wo ich nicht weiss, wie ich selber mit so etwas umgehen könnte, ob ich das überhaupt, ja, ob ich das überhaupt könnte, so weiterleben, wie er das macht. Also, ich weiss das wirklich nicht. Wie gehst denn du um mit Schmerzen? Also im Sinn von akzeptieren eher, abwehren. Was hast du da für eine Strategie? Ich habe lange die Schmerzen versucht, halt als notwendiges Übel mitzunehmen. Wie einen Rucksack, der halt mit muss. Aber ich habe die Bedeutung und die Botschaft von Schmerzen, die Wirklichkeit, dass mein Körper am Leiden ist, zu wenig integriert. Und da hatte ich immer wieder Zusammenbrüche gehabt. Und seit ein paar Jahren habe ich versucht zu sagen, der Schmerz ist ein Teil von mir, wie Lust, wie Freude, wie Hunger. Das bin ich. Und das hat geholfen, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe gelernt, mich so anzunehmen oder mich so zu lieben. Und das hat eine riesige Entspannung gebracht. Der Schmerz, ich habe ihn nicht gern, aber es ist ein Teil von mir. Und darum würde ich sagen, es ist ein Freund. Ich, das bin ich. Aber ich bin auch trauriger geworden, weil ich wahrnehme, ich habe so viel Energie. Ich habe Sachen, die ich gerne realisieren würde, mit Familie, mit Beruf. Und das geht nicht, weil meine Wirklichkeit halt ist, dass ich Schmerzen habe und denen muss Raum geben. Gibt es Medikamente, die dir helfen, die den Schmerz ein bisschen lindern? Ja, ich nehme jeden Tag Morphin und Schmerzmittel, damit es erträglicher wird. Halt haben die Schmerzmittel auch immer eine Konsequenz. Und das ist bei mir das Gefährliche. Nach 20 Jahren Schmerzbehandlung sind die Nebenwirkungen fast so gefährlich wie die Krankheit an sich. Was hast du da zum Beispiel für Nebenwirkungen? Ja, ich habe Magengeschwür, ich habe innere Blutungen, Übelkeit. Jetzt sehe ich die dreifach zum Beispiel. Also okay. Ich habe oft so Doppelbilder oder Sturm, dass ich müde werde. Laufen ist oft schwierig. Also ich kann gerade laufen, aber ich sehe die Absätze nicht, einfach weil die Morphin und die anderen Mittel sind die Augen beeinträchtigt. Das sind kann man sagen, dass das ein bisschen kleineres Übel ist am Schluss? Ja, es hat Zeiten gegeben, wo ich die Nebenwirkungen, wo man, dass man die mehr hat schaffen gemacht als Krankheit an sich. Vor allem, weil sie einfach die Lebensqualität dermassen beeinträchtigen. Und jetzt habe ich endlich versucht, den Schmerz mehr lernen zu bewältigen mit einem Minimum an Schmerzmittel. Und das ist immer ein Herausfinden. Trial and Error. Genau, ja. Bis man die Balance gefunden hat. Ja. Also deine Krankheit ist ja in der Familie ein Thema. Ihr seid da sehr offen im Umgang miteinander. Dein Sohn, der Chris, hat uns das sehr eindrücklich beschrieben. Meine Mutter und mein Vater haben von Anfang an gesagt, dass unser Vater wird jetzt nicht 80, er wird nicht 90. Und ich bin extrem stolz, macht er das, hält er es immer durch, er kann immer kämpfen. Und echt durch das bin ich dann einfach traurig, dass er immer noch muss kämpfen, dass es nicht besser wird, dass durch die etlichen Arzttermine, die er hat, dass ich einfach keine Lösung finde. Das ist mehr das, was mich traurig macht. Sag mal etwas über die Vater-Sohn-Beziehung. Ja, wunderbare Kinder. Und ein grosses Kind. Ja. Mir tut es oft leid für das, was sie müssen, das Leiden, das sie müssen durchgehen müssen, dass sie mein Leiden sehen. Es ist ja oft schwieriger für Nahestehende als manchmal für mich selber. Sie sind oft hilflos. Ich habe extrem Freude an den Kids. Und wir haben eine wunderbare Beziehung. Sehr eine offene, sehr eine ehrliche. Keine rosa-rote. Wir haben unsere Ups und Downs und Fights. Ich würde einfach sagen, it's real. Es ist authentisch. Und also, ihr redet wirklich über alles. Du kannst über deine Gefühle reden. Machst du das auch mit Freunden oder nur innerhalb der Familie? Ich bin manchmal entwaffnend offen. Ich versuche, eine Version von mir zu sein und auch zu porträtieren. Und das hat manchmal zur Folge, dass es Leute überfordert. Aber gerade bei den Kindern habe ich gemerkt, die schwierigsten Momente waren für sie, weil sie nicht wussten, woran sind wir. Meine Tochter hat kürzlich gesagt, Marc, wir wissen, dass du gleich stirbst. Aber das stresst mich weniger als die Angst, dass du dir plötzlich selber etwas antust. Und ich habe es nicht gewusst oder ich hätte etwas machen sollen und du hast es nicht gesagt. Und ich sagte, Kyle und Chris, ich werde nicht aus einem Affekt, aus einem dunklen Moment irgendwie mehr Leid zufügen, wo ich nicht mehr kann. Ich werde offen mit euch darüber reden, wenn ich mal merke, es geht nicht mehr. Mir geht die Lebensenergie weg. Hast du Gott nie gefragt, warum ich?
Doch. Ich habe meine Momente, wo ich zweifle, wo ich hadere mit, warum kann ich nicht das Leben haben ohne Schmerz. Und natürlich umgeben auch von vielen Leuten, die glauben, dass Heilung eintreten kann und manchmal tut eintreten, hat es einen Druck bei mir produziert, wenn ich nicht gesund wurde. Ich sage zwar immer, ich bin gesund geworden, mehr mental, dass ich Kraft habe, mit diesem Leiden umzugehen. Das ist für mich das Wunder. Aber körperlich nicht. Und da ist oft zurückgeblieben, mache ich etwas falsch, dass ich nicht geheilt wurde. Aber so wie du redest, redest du auch mit Gott darüber. Ja. Genau über all die Gefühlslagen, habe ich das richtig verstanden? Ich tue recht. Es darf alles sein. Ja. Irgendwie macht für mich Glauben nur Sinn, wenn er authentisch ist. Und wenn, das, wenn ich genau die Fragen, die mich beschäftigen darf, in ihre Gegenwart bringen, in dieser Konsequenz, dass es halt nicht so geschliffen ist. Ich habe früher viel mehr geglaubt. Ich habe früher irgendwie viel mehr Konzepte gehabt. Und das ist dann zusammengebrochen. An vielen Wirklichkeiten, wo ich gemerkt habe, die Antworten reichen mir nicht. Aber was mir extrem geholfen hat, ist, wenn ich die Bibel lese, kommt mir eins entgegen. Gott ist immer grosszügig mit Menschen, die fragend sind. Mit denen, die das Gefühl haben, sie haben alle Antworten, geht die Geschichte ein bisschen anders aus. Und dort fühle ich mich sehr, ich habe viele Fragen wegen meinem Leben. Und über mein Fehlverhalten im Moment. Aber wenn ich fragend und lernend mit Gott das irgendwie verarbeite, dann immer wieder das Empfinden, Gott sagt, jetzt okay, ich bin ein Teil von dem. Und das behaltet mich sehr demütig. Du lebst und arbeitest 6 Monate pro Jahr in Bangkok, Thailand. Du bist dort sogenannte interkulturelle Berater. Zuerst mal, wieso Bangkok? Meine Schwester hat lange in Thailand gelebt und ich habe so Bezug bekommen zum Land. Und dann, weil es einfach das Essen unglaublich gut ist. Ja. Und die durchschnittliche, das tut dir gut. Das tut mir gut. Und die durchschnittliche Temperatur von 25 Grad, das ist einfach ideal für mich. Viel weniger Schmerzen. Und ich kann schnaufen. Das macht viel aus. Also es tut dir richtig gut auch für den körperlich spürbar. Wie sieht denn eigentlich deine konkrete Arbeit dort aus? Ich bin Geschäftsführer von einer Entwicklungsorganisation, die im Bereich von Gewaltprävention tätig ist. Das ist ein Standbein. Aber ich unterrichte an Fachhochschulen in der Schweiz. Und dann kann ich das selber von Bangkok aus vorbereiten und einen Teil virtuell machen. Und ich tue in der Schweiz Unternehmen, das sind Profitunternehmen, das im Moment arbeite ich viel mit Sicherheitsbehörden, sprich Polizei, im Bereich von wie können wir die multikulturelle Gesellschaft anerkennen und wie können wir kompetenter werden. Das ist nicht eine Präferenz, es ist nicht die Frage, kann ich das gerne, sondern wie werde ich fitter in dieser interkulturellen Vielfalt mit zu bewegen. Das ist ein Thema, das hochaktuell ist und uns wahrscheinlich noch weiter wird beschäftigen. Hat dir bei deiner Tätigkeit das geholfen, dass du in Papua-Neuguinea als Kind aufgewachsen bist, also wirklich in einer völlig fremden Kultur und erst nachher in die Schweiz gekommen bist, hast du, glaube ich, nicht einmal richtige Schuhe angehabt, wo du gekommen bist. Mhm. Ja, ich habe viel gelernt dadurch. Ich habe gelernt, meine Kultur nicht als selbstverständlich die richtige anzuschauen. Es gibt viele Wahrheiten. Und was wir als wahr empfinden in unserer Kultur, ist einfach eine Version. Mir hat es geholfen, Angst vor Fremdartigem zu verlieren. Darum komme ich auch so gerne in Rosengarten. Da hat es immer ein paar hundert Chinesen. Und, das ist ein multikultureller Fleck. Angenehmer als die Ritthalle für mich zum Meditieren. Und mir ist wohl in dieser Vielfalt drin. Und diese Angst hat es mir weggenommen. Dass ich immer ein bisschen komischer war. Also, du warst mit deinen Eltern dort. Die waren Missionare. Und wie alt bist du dort? Ich war 13. Also für dich auch ein recht kultureller Schock, weil es nicht einer war. Ich hatte einen riesen Schock. Ich habe nicht verstanden, dass die Leute nicht mit mir reden, sondern mich einfach anstarren. Oder im Zug bin ich halt dort gesessen, wo 3 in einem Abteil waren. Und ich habe den 4. Platz genommen, bis ich gemerkt habe, die Erwartung weg war, dass ich leer gehe. Aber ich wollte ja mit den Leuten zusammen sein. Und Das hat mich oft verwirrt. Also es hat Jahre gebraucht, um meine Programmierung zu ändern, dass ich in einem Restaurant nicht einfach zu Fremden absitzen kann, weil ich die ja kennenlernen und gemerkt habe, nein, das ist da nicht so Usus. Also es wäre gut, vielleicht, wenn der eine oder andere ein bisschen mehr auch zwischen dir ins Ausland gehen, glaube ich, um die Sachen ein bisschen umzulehren. Jetzt gibt es Leute, die machen am Arbeitsplatz 2-Jahres-Plan, 5-Jahres-Plan, ist zwar auch nicht mehr ganz so üblich. Aber du machst das, glaube ich, nicht in deiner Situation. Wie lange läuft denn dein Plan? Ja, der ist
wir sterben alle. Wir sind zwar Meister drin geworden, gerade in unserer Kultur, das zu verdrängen. Wir tun so, wie wenn es kein Enddatum gibt. Und durch die Realität halt von Schmerz, von mehrfach einfach an dieser Schwelle zu stehen, vom Sterben, habe ich gemerkt, das Enddatum rückt näher. Und ich habe mich entscheiden, wie ich mit den Therapien weiterfahren will. Und durch das, mein Horizont ist eher der von knapp einem Jahr. Wenn ich die Energie habe, wenn mein Körper noch weiter funktioniert, dann nehme ich jeden weiteren Geschenktag an. Aber ich plane nicht weiter als bis Herbst 2017 oder so. Weil ich einfach merke, meine Lebensenergie ist am Auslaufen, mein Körper ist am Auslaufen. Es ist wie ein altes Auto, das ich nicht mehr mache. Und ich will vor allem auch nicht die Zeit, die ich noch habe, einfach mit Flicken verbringen. Ich will den Tag und die Momente, die ich habe, noch geniessen. Auch wenn die Lebensdauer halt verkürzt wird. Die Frage ist für mich auch so ein bisschen, gibt es Momente, wo auch eine gewisse Lebensmüdigkeit da ist? Also wo du sagst, oder wann war das letzte Mal, wo du sagst, jetzt ist genug? Mhm. Gibt es so Momente? Ja, ich bin Anfangsjahr in Jerusalem in einem Hotel auf einer Studienreise und ich hatte innerliche Blutungen gehabt. Und ich wusste, wenn ich jetzt einschlafe oder ohnmächtig war im Badzimmer, nicht ein schönes Bild, beschreibe es nicht gross. Aber dann habe ich gemerkt, mir geht der Lebenssaft aus. Dann habe ich umgeschaut und dachte, ich will nicht in einem mickrigen Zwei-Sterne-Hotel sterben. Aber dann ist das Bewusstsein gekommen, aha, ich bin lebensmüde. Und die Strategie, die ich gewählt habe, um mit Schmerz umzugehen, die braucht viel Energie. Und ich glaube nicht, dass ich noch einmal 5 Jahre die Energie aufbringe. Nebst dem, ich will niemanden. Es gibt niemanden in dieser Welt, den ich so ungern habe, dass ich würde sagen, nimm für 2 Wochen meine Schmerzen. Hey, das ist so fies. Das würdest du niemandem zumuten. Und darum für mich die Zumutung, noch einmal 5 Jahre. So gerne wie ich das Leben habe, das überfordert mich. Ich kann das nicht zusammenhalten. Aber heute geht es und morgen geht es. Wir haben es ein bisschen von der Lebensplanung gehabt. Gibt es auch so etwas wie eine Sterbeplanung? Ja, ich habe versucht jetzt, oder ich habe mich entschieden vor einigen Monaten, ich will so bewusst sterben, integrieren in mein Leben, wie ich auch das Leben wahrnehme. Und ich versuche mich vorzubereiten. Ich tue viel meditieren, gehe in die Stille. Und ich habe so das Gespür gehabt, oder das Empfinden ziemlich stark, jemand erwartet mich nach dem Tod. Der Tod ist nur ein Übergang. Und jetzt versuche ich, mich auf diesen Prozess einzulassen. Quasi der Prozess. Wir sind ja nicht Menschen mit noch ein bisschen geistlichem Inhalt, sondern in meinem Verständnis sind wir geistliche Wesen in einem vergänglichen Körper. Und ich will mich jetzt vorbereiten auf die spannendste Reise, die es gibt. Das ist die Reise ins Unbekannte. Und auf das freue ich mich. Ich spüre eine Sehnsucht, eine Freude auf das, was nachher kommt, gekoppelt mit Respekt, weil ich es nicht weiss. Es ist nicht wie wenn ich nach Bangkok gehe, ich weiss nicht, was mir erwartet. Und es beinhaltet sehr viel Loslassen. Das ist schmerzhaft. Also, das Schwierige, denke ich, im Moment im Vorbereiten für das Sterben ist das Loslassen von Beziehungen, von Menschen, die ich liebe, von einem feinen Kaffee. Und deine Freunde, die gehen den Weg ganz bewusst mit dir, zum Beispiel die Rennen. Ich meine, wir sterben alle und mit einem Menschen so einen Prozess zu gehen, da kommt man selber also auf die ganz wesentlichen Fragen im Leben. Und ich denke, wie, es wäre so eine verpasste Chance, die Augen zu schliessen und in dem Moment, wo er wirklich tot ist, dann, ja, dass man die Sachen einfach nicht mehr Gelegenheit hat, selber zusammen herzuschauen und gewisse Themen auch mit ihm zusammen darüber zu reden und nicht nachher, wenn er nicht mehr da ist. So ähnlich wie es mit den Schmerzen für den Marc ist, das zu integrieren. In dem Moment, wo man den Tod in sein Leben integriert, also das nicht als was von sich weist, was man lieber nicht erleben wird, auch wenn man weiß, dass man es irgendwann erleben wird, dann wird einem das Geschenk des Lebens einfach wertvoller. Und das ist es, glaube ich, was es dann so intensiv macht. Der Franz von Assisi hat es in seinem Sonnenlied, heißt oder Gebet jedenfalls, gesagt, Bruder Tod, also den Bruder Tod zu umarmen,
da drin liegt eine unglaubliche Weisheit, weil in dem Moment, wo ich den Tod als was ganz Normales, als einen Teil von meinem Leben machen kann, verliert er eigentlich seine Bedrohung und dadurch kann ich viel freier leben. Kann ich viel freier leben? Ist das so? Mhm. Und viel freier und viel intensiver. Ich lebe viel bewusster, seitdem ich den Tod anerkannt habe als nichts Bedrohliches. Und vieles kommt mir kommt vor, wie wenn ich eine neue Brille angezogen habe. Dankbarkeit für das Jetzt, aber auch eine Schärfe. Viele von meinen Ego-Geschichten, wie stehe ich da? Viele Ängste, wie sieht mein Leben aus mit 50, mit 60, Einkommen für in 3 Jahren. Viele von diesen Sorgen sind irrelevant, bedeutungslos geworden. Und das befreit ungemein. Also, ich konnte einen riesen Rucksack ablegen und ich genieße viel bewusster, aber ich leide noch viel bewusster. Also die Traurigkeit vom Loslassen, ja, das ist ein Preis, aber ich bin so dankbar. Jetzt zu wissen, jetzt tue ich mich auf den Tod vorbereiten und ich kann mit Freunden, mit Bekannten, mit meiner Ehefrau, mit der Laurence, wir können das noch machen, wo viele sagen, oh, hätte ich doch noch Zeit gehabt. Hätte ich doch noch das letzte Mal. Hätte ich doch gesagt, dass ich sie liebe. Das können wir jetzt machen. Und was ich schön finde, ich bin Sachen, ich will nicht zu viel verraten, aber ich bin Sachen am Vorbereiten, für den mein Sohn vielleicht mal ein Kind hat oder wenn er seine Ausbildung fertig macht und ich nicht mehr da bin, dass jemand ihm etwas von mir beschenken kann. Ich möchte für das Grosskind etwas hinterlassen, wenn er in die Schule kommt. Und so. Dass man sich überhaupt so Gedanken macht, wie du dir machst. Oder? Ich will ihnen etwas hinterlassen. Ich denke, die meisten Leute, mir geht es ja so, machen sich so Gedanken manchmal auch. Und dann leitet man es wieder weg, weil so viel aus dem Alltag rauskommt. Du hast sogar ein Gefäß geschaffen für das Thema Tod. Stichwort Sonntagsclub. Die sind da 6 Leute, die euch regelmässig treffen, eben am Sonntag. Ja. Um was geht es genau dort? Ich habe gemerkt, dass es viel Energie braucht, die Themen von Tod, von Loslassen immer mit mir zu tragen. Und es hilft, es manchmal zu parkieren und zu sagen, jetzt schaue ich es dir dann an. Und ich habe gemerkt, es gibt Leute, die überfordert sind mit dieser Offenheit. Und im Sonntagsclub habe ich einen Ort, wo wir über das Sterben, über das Leben im Angesicht des Todes oder im Bewusstsein, dass wir alle vergänglich sind. Und zuerst war es mir ein bisschen unwohl, weil ich dachte, ich stehe so im Mittelpunkt. Bis wir gemerkt haben, nein, das vereint uns ja alle. Das Tod, das ist nicht nur mein Thema. Es ist jetzt vielleicht dringender bei mir, wo es näher angerückt ist. Kannst du uns ganz kurz einen Einblick geben, ein Beispiel, über was euch letzte vielleicht beschäftigt hat, thematisch? Eines der Themen war, wie stark sollen wir oder können wir die Kinder einbeziehen? Ist es eine Überforderung, wenn Kinder hören, ja, dass sie vielleicht nächstes Jahr irgendwann nicht mehr leben? Mögen sie die Heftigkeit von dem verleiden oder ist es eine Überforderung? Oder es war auch die Frage, soll ich noch eine neue Therapieform ausprobieren?